Was geht ab, Leute? Heute wieder ein neues Video von mir, wieder mit Patrox. Wie angekündigt, heute kommt das Rückwärtssalto-Video. Und zwar, ob ich schaffe, innerhalb von 2 Stunden einen kompletten Backflip alleine zu machen. Was sagst du? Der Junge ist crazy. Er schafft das auf jeden Fall. Weil das Wichtigste ist, Leute, Mut! Mut! Und das hat er. Ja. Und auf jeden Fall ist es sehr windig, falls es für euch zu laut ist. Aber wir sind natürlich auf dem krassesten Dach in ganz Berlin. Ich zeig's euch kurz. So, aber bevor es losgeht, Patrox, du musst mir jetzt erstmal erklären, was die Grundlagen sind und was würde ich sagen, zeigst du uns jetzt mal kurz. So Leute, die 3 wichtigsten Sachen, das erste auf jeden Fall der Mut, ja, weil ohne Mut traut man sich nicht, irgendwie in den toten Winkel reinzuspringen. Zweitens, wir arbeiten immer mit einer Hilfestellung, bedeutet, ich werde ein bisschen anpacken, dass man sich nicht verletzen kann und man einfach keine schlechte Erinnerung an den Trick hat. Und drittens, natürlich, die Technik ist auch sehr wichtig und die zeigen wir euch jetzt. So Leute, wir zeigen euch jetzt erstmal die Technik. Patrox zeigt mir jetzt, was ich machen muss. Genau. Okay. Im Prinzip, wir täuschen jetzt mal vor, als würden wir stehen, ja? Das heißt, wir sind jetzt gerade aufrecht, die Beine natürlich nach unten weiter. Und jetzt holt man erstmal vom Spannungsbogen die meiste Power, das heißt, Arme gehen nach oben, holt tief Luft, atmet aus, zieht die Arme so weit es geht, holt Schwung, ja? Und mit dem ganzen Schwung der Arme und der Sprungkraft versucht man so hoch wie möglich zu springen. Ja? Jetzt bleiben aber die Arme stehen. Genau auf 90 Grad. Die dürfen nie in der Nähe vom Kopf sein. Also immer, ja, dass der Kopf noch frei ist. Weil der Kopf ist ja im Nacken. Dadurch entsteht jetzt quasi die erste Rotation. Und wenn jetzt die Knie zu den Armen kommen, entsteht der Speedpart. Und deswegen dreht man sich in der Luft so schnell. Ja? Bedeutet, wir haben gezogen, hoch, wupp, stehen bleiben. Kopf geht weiter runter, Knie zu den Armen und man dreht sich. Ja? Und genau das passiert in der Luft, Leute. Ich zeig's euch mal. Ja? Spannungsbogen. Viel Schwung holen. Ich mach's in Slow Motion. Und hoch. Ching. Alles klar, wahrscheinlich Slow Motion. Schreibt mal in die Kommentare, ob er es schafft in diesem Video. Das, ich bin selbst gespannt, aber wir werden es jetzt sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Und ja, let's go. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch einen Special Guest heute dabei. Nicht Patrox, sondern Lil Amok. Er wird jetzt euch ein paar crazy Moves zeigen. Okay. Er ist dein Kameramann, Bruder? Das kann ich auf jeden Fall dann im nächsten Video. Okay, es wird Zeit, aber natürlich habe ich schon mal einen Backflip versucht und zwar im Freibad. Deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt, nach hinten zu springen, aber es ist mies nach hinten losgegangen und deswegen ist so, eigentlich will ich nicht hier so landen wie im Schwimmbad, weil sonst wird es schmerzhaft. Das kriegen wir hin, Bruder, komm! Also Leute, wir starten jetzt mit der Hilfestellung Nummer 3, das ist die sicherste. Hier habe ich kompletten Umgriff, das heißt, ihm kann wirklich gar nichts passieren und dann gucken wir einfach, wie schnell wir hochkommen. Okay. Letzte Stufe ist nur noch die eine Hand. Okay, Versuch Nummer 1. Let's go, bro. Ich bin ready. Okay. Also so. Und dann, genau, schön nach hinten. Vielleicht schaffst du es noch, die Knie anzugreifen. 3, 2, 1. Ist gut, aber für den ersten. Leute, wenn ihr überzieht, also wenn der Schwung weitergeht, ihr hinfallt, ist es sogar ein gutes Zeichen. Dann hätte er mich nicht gebraucht. Direkt hinterher. On to the next. Komm, mehr Power. Oh, der merkt das. Der hat es alleine gestellt. Geil. Sieht immer ein bisschen brutal aus, wie er abschmiert. Aber Leute, man muss auch lernen, hinzufallen. Und deswegen haben wir auch eine Matratze hier, damit es nicht wehtut, Leute. Okay. Ey, ein noch? Dann würde ich sagen, nichts. Ein noch, ja. Next Level. Okay, das ist Hardcore, Leute. Alright. Jawohl. Als ob. Let's get it. Ich sage, ey, der Junge besteht einfach nur aus Mut und Ehrgeiz. Das Schlimmste ist eh, ich falle auf den Kopf und dann stehe ich halt wieder auf. Okay, was ist die nächste Stufe? Okay, jetzt kommt Stufe Nummer 2, Leute. Linke Hand kommt in den Hosenbund, wenn man das so nennt. Die rechte Hand, Rückenstrecker. Und jetzt kriegt er nur noch eine kleine Unterstützung. Und ist ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt. Oh. Versuch Nummer 1, Hilfestellung Nummer 2. Aber easy, Bruder. Aber ich krieg die Knie nicht so, ne? Ja, vielleicht, weil du so ein bisschen zu krass überziehst. Ich würde mich aber nicht darauf konzentrieren, weil die Rotation ist mega. Okay. Nochmal. Versuch auch nicht wieder so weit nach hinten. Ja. Und Landi! Der war mal gut. Was? Ey Leute, das ist gerade mal der 5. Versuch. Hä?
Er hat ihn noch nicht, hast du ihn noch nie gemacht? Noch nie. Okay. Okay, ich würde sagen, nochmal so ein und dann immer weiter. Okay. Normalerweise, ich mache die eine Hand nie schon am selben Tag, Leute. Aber ey, sein ist ja sein Körper, ne? Okay, okay, Brother. Das geht. Der war gut, der war gut. Heftiger Tipp. Guck mal. Kurz mal eine Pause. Man muss auch zwischendurch ein bisschen atmen, Leute. Ja, Mann, mein Kopf ist verdauen. Schwindelig schon. Ich mach mal wieder einen dazwischen. Ein Spezial für Mirko. Eieiei. Petrox macht jetzt den Jesus-Salto. Den habe ich bei ihm damals auf Insta gesehen und der sieht zu crazy aus. Boah. Ja, sollte so sein. Aber einfach in der Luft so erstmal zu stehen, niemals, Kollege. Morgen, morgen, Mirko. Komm, weiter eine geht's. Hand, letzte Hilfestellung, Leute. Hier ist man eigentlich alleine. Das Einzige, was ich hier noch machen kann, ist in der Luft komplett eingreifen oder halt mit der rechten Hand ihm noch ein bisschen Höhe und Geschwindigkeit geben. Aber mehr geht eigentlich nicht und man fühlt sich sehr frei schon. Ja, komm, Bro. Jetzt ist echt ungewohnt so. Jetzt braucht man wirklich Eier, gerade weil es der erste Tag ist. Jetzt musst du alles zusammen irgendwie in deinem Kopf zusammenpuzzeln und durchziehen. Kein Zurück. Was? Ey, der Typ ist nicht normal. What the fuck, Digga, hä? Ich werde noch nie, hatten die jemand so... Wir haben selber so lange gebraucht. Also ich kann euch sagen, Leute, ich habe für Backflip 3 Jahre gebraucht, weil ich bei jedem Training immer so mies auf die Schnauze geflogen bin. Und dann habe ich mich fast 4 Wochen nicht mehr getraut. Dann habe ich ihn wieder einmal geübt, wieder auf die Schnauze. Und dann zieht sich das Jahre. Und hier, mit Hilfestellung, Leute. Aber die Frage ist jetzt, ob ich es alleine schaffe. Ja, wir machen noch 2. Noch 2. Und ich mache immer weniger mit der Hand. Jetzt zum Beispiel mache ich nur noch die Finger. Ja? Das mache ich für ihn, dass der Kopf jetzt immer mehr denkt, oh, ich bin alleine. Aber es ist eigentlich nur eine Täuschung für das Gehirn. Let's go. Okay. Ja, 2 Finger gehen an den Rücken. Das heißt, er denkt, oh, er ist noch da. Aber ich mache einfach nur das Nötigste. Eieieiei. Ich hab nichts gemacht, ich hab so. Der hat aber auch stabile Beine, ne? Ja, ja. Das Einzige, was jetzt zählt, theoretisch könntest du ihn springen, es ist einfach nur zu denken, es kann nichts passieren und ich zieh durch. Weil das machst du ja auch, wenn die Hand da ist. Warum solltest du jetzt, wenn die Hand weg ist, nicht durchziehen, so weißt du? Mach noch einen. Einen letzten. Noch einen noch, okay. Gib alles. Leute, man kann nicht zu wenig machen bei Backflip. Ihr könnt nicht, wenn ihr anfangt mit Backflip, aus dem Stand 2 Umdrehungen schaffen. Deswegen macht alles, was ihr könnt. Und dann steht man den auch. Yay, yay. Es fühlt sich gar nicht an, als hätte ich gerade einen Rückwärtssalto gemacht. Weißt du, vom Gefühl her. Ich muss es selbst nachher erstmal auf Kamera sehen. Ich mache noch einmal Motivation. Du schaffst das. Komm, zeig ihn mir doch mal. Vielleicht bleibt er immer drauf. Der technischen Salto. Niemals. Wow. Das war zu krass. Okay. Leute, es ist jetzt Zeit, dass ich alleine den Backflip mache. Lasst auf jeden Fall schon mal für den Versuch einen Daumen nach oben da. Und ja, let's go. Einfach machen. Leute, es gibt keinen Weg zurück, Leute. Sobald ihr da steht, gibt es nur noch eine Richtung. Das ist der Weg. Volle Power. Lande doch! Was? Noch einmal direkt hinterher, komm. Boah, Konzentration. Alter, komm, 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 komm. Warte, warte kurz. Einmal tief ein- und ausatmen. Volle Power, Bruder. Noch mehr. Lande! Yes! Ah! Die Matratze! Komm, 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 komm. Okay, warte, warte, warte. Relax, Leute. Jetzt ist so aber der Augen... Aber ich bin gehypt dann. Ich okay. Darf nicht aufhören. Dann jetzt noch mehr. Komm, Bruder. Gib mehr. Stehen. Ja! Yeah! Yes! Okay, reicht. Alter. Chaka, 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 chaka. Ey, ich schwör's dir, wie viele Minuten waren das? Warte, wie lange läuft die Kamera? 10 Minuten. Was steht das? 10 Minuten 44. Leute, die Kamera läuft jetzt seit 10 Minuten und 45 Sekunden. Das ist der neue YouTube-Weltrekord im Backflip lernen. Ja! Und der ist es. So, nächste Woche
Oder morgen kann ich ihn schon besser. Ich werde jetzt weiter üben. Aber das ist gestanden, Leute. Solange ihr schafft, um eure Achse rüberzukommen, egal wie die Landung aussieht, ja, ist ein gestandener Backflip. Ihr habt die Rotation geschafft. Also selbst wenn es so aussieht, guck mal. Ja. Ist für uns oder Adnan gestanden. Ja. Man traut sich, alleine diesen Mut zu fassen, ey, ich springe jetzt über meine Achse. Das ist next level, Bro. Ey Leute, wenn ihr wollt, dass ich einen Backflip von dem Dach hier mache, Padrox ist unten verlinkt, Adnan ist unten verlinkt, dann werde ich hier ein Salto mit den Jungs vom Dach machen. Vielleicht so ein Special-Salto, wo wir alle drei gleichzeitig springen. Okay, ja. Daumen dafür nach oben lassen. Meinen hast du schon mal. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Peace.